Merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Almancada çok kullanılan fiillerden öffnen, schließen, aufmachen, zumachen, lassen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almancada bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, roman, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt dili geçmiş zaman daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz öfnen, açmak anlamına geliyor. Present, ich öfne, ben açıyorum. Ich öffne. Ich öffne. Präteritum ich öffnete. Ben açtım. Ich öffnete. Ich öffnete. Perfekt ich habe geöffnet. Ben açtım. Ich habe geöffnet. Ich habe geöffnet. Tekrar edelim. Ich öffne, ich öffne, ich öffnete, ich öffnete, ich habe geöffnet, ich habe geöffnet. Futurbir, ich werde öffnen. Ban açacağım, ich werde öffnen. Ich werde öffnen. Ich werde öffnen. Futuriki, ich werde geöffnet haben. Ben açmış olacağım. Ich werde geöffnet haben. Ich werde geöffnet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geöffnet. Ben açmıştım. Ich hatte geöffnet. Ich hatte geöffnet. Ich hatte geöffnet. Tekrar edelim. Ich werde öffnen, ich werde öffnen, ich werde geöffnet haben, ich werde geöffnet haben, ich hatte geöffnet, ich hatte geöffnet. Es hat geklingelt, ich werde die Tür öffnen. Kopier oder Es hat geklingelt. Ich werde die Tür öffnen. Es hat geklingelt. Ich werde die Tür öffnen. Dialfilem is schließen. Kapatmak, kapamakan namunagelios. Schließen du bir sisbierfielder. Ich schließe. Ben Ich schließe. Ich schließe. Präteritum: Ich schloss. Ich schloss. Ich schloss. Ich schloss. Ich schloss. Perfekt: Ich habe geschlossen. Ben Ich habe geschlossen. Ich habe geschlossen. Tekrar Ich schließe. Ich schließe. Ich schloss. Ich schloss. Ich habe geschlossen. Ich habe geschlossen. Futurbir. Ich, ich werde schließen. Ben ich werde schließen. Ich werde schließen. Futuriki? Ich werde geschlossen haben. Ben kopat mich origin. Ich werde geschlossen haben. Ich werde geschlossen haben. Plusquamperfekt? Ich hatte geschlossen. Ben kopat Ich hatte geschlossen. Ich hatte geschlossen. Ich werde schließen. Ich werde schließen. Ich werde geschlossen haben. Ich werde geschlossen haben. Ich hatte geschlossen. Ich hatte geschlossen. Örnek cümlemize geçelim. Es war sehr kalt geworden. Deshalb schloss sie schnell das Fenster. Hava çok soğuk olmuştu. Bu yüzden pencereyi çabucak kapattı. Tekrar edelim. Es war sehr kalt geworden. Deshalb schloss sie schnell das Fenster. Es war sehr kalt geworden. Deshalb schloss sie schnell das Fenster. Die wir örnek cümlemize geçelim. Die Läden öffnen um 8 Uhr und schließen um 20 Uhr. Dükkanlar saat 8'de açılıyorlar ve saat 20'de Tekrar edelim. Die Läden öffnen um 8 Uhr und schließen um 20 Uhr. Die Läden öffnen um 8 Uhr und schließen um 20 Uhr. Diğer fiilimiz aufmachen açmak anlamına geliyor. Aufmachen ayrılabilir bir fiildir. Ayrıca aufmachen öffnen yerine kullanılabilir. İkisi de aynı anlama geliyor. Präsens ich mache auf Ban Ich mache auf. Ich mache auf. Präteritum: Ich machte auf. Ban Ich machte auf. Ich machte auf. Perfekt: Ich habe aufgemacht. Ban Ich habe aufgemacht. Ich habe aufgemacht. Tekrar Ich mache auf. Ich mache auf. Ich machte auf. Ich machte auf. Ich habe aufgemacht. Ich habe aufgemacht. Futurbir. Ich werde aufmachen. Ich werde aufmachen. Ich werde aufmachen. Futuriki Ich werde aufgemacht haben. Ban olacağım. Ich werde aufgemacht haben. Ich werde aufgemacht haben. Plusquamperfekt Ich hatte aufgemacht ich hatte aufgemacht ich hatte aufgemacht ich werde aufmachen ich werde aufmachen ich werde aufgemacht haben ich werde aufgemacht haben ich hatte aufgemacht ich hatte aufgemacht. Beispielzusammenhang. Zum Beispiel: Die Kinder machten ihre Geschenke auf und freuten sich sehr darüber. Çocuklar hediyelerini açtılar ve bundan çok mutlu oldular. Tekrar edelim: Die Kinder machten ihre Geschenke auf und freuten sich sehr darüber die kinder machten ihre geschenke auf und freuten sich sehr darüber die arbeit schienen "su zu machen "kapatmak") kappatmak an den zu machen schließen jene kullen die bille die harikisida einnahmen an ich mache zu ich mache zu mache zu ich mache zu präteritum ich machte zu. ich machte zu ich machte zu ich machte zu perfekt ich habe zugemacht ich habe zugemacht ich habe zugemacht, ich habe zugemacht ich mache zu ich mache zu ich machte zu ich machte zu ich habe zugemacht ich habe zugemacht Futurbir, ich werde zumachen ban köperte ich werde zumachen. Ich werde zumachen. Futuriki. Ich werde zugemacht haben. Ich werde zugemacht haben. Ich werde zugemacht haben. Ich werde zugemacht haben. Plusquamperfekt Ich hatte zugemacht. Ban Ich hatte zugemacht ich hatte zugemacht ich werde zumachen ich werde zumachen ich werde zugemacht haben ich werde zugemacht haben ich hatte zugemacht ich hatte zugemacht. Örnek cümlelerimize geçelim. Kannst du bitte alle Fenster zumachen? Es ist mir sehr kalt. Lütfen tüm camları kapatabilir misin? Çok üşüyorum. Kannst du bitte alle Fenster zumachen? Es ist mir sehr kalt. Kannst du bitte alle Fenster zumachen? Es ist mir sehr kalt. Diğer fiilimiz lassen. Bırakmak anlamı taşıyor. Bu anlamının dışında lassen yardımcı fiil olarak kullanıldığında birine bir şeyi yapmasına izin vermek, bir işi başkasına yaptırmak anlamı taşıyor. İleriki sayfalarımızda örnek cümlelerimizde bunun daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum lassen düzensiz bir fiildir. Präsens ich lasse. Ben bırakıyorum. Ich lasse. Ich lasse. Präteritum ich ließ. Ben bırakıyordum, bıraktım. Ich ließ. Ich ließ. Perfekt ich habe gelassen. Ben bıraktım. Ich habe gelassen. Ich habe gelassen. Tekrar edelim. Ich lasse. Ich lasse. Ich ließ. Ich ließ. Ich, ich habe gelassen. Ich habe gelassen. Futur bir. Ich werde lassen, ban bürekejum. Ich werde lassen, ich werde lassen. futuriki, ich werde gelassen haben, ban bürekejum. Ich werde gelassen haben, ich werde gelassen haben. 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 plusquam perfekt, ich hatte gelassen. Burak ich hatte gelassen ich hatte gelassen ich werde lassen ich werde lassen ich werde gelassen haben ich werde gelassen haben ich hatte gelassen ich hatte gelassen. Ich örnek cümlemize Da meine Haare gewachsen sind, werde ich sie schneiden lassen. Saçlarım uzadığı için kestireceğim. Tekrar edelim. Da meine Haare gewachsen sind, werde ich sie schneiden lassen. Da meine Haare gewachsen sind, werde ich sie schneiden lassen. Diğer bir Lass mich bitte in Ruhe. Lütfen beni rahat bırak. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Başka bir Meine Lieblingsuhr funktioniert leider nicht mehr. Ich muss sie reparieren lassen. Ne yazık ki en sevdiğim saatim artık çalışmıyor. Tamir ettirmem gerekiyor. Tekrar edelim. Meine Lieblingsuhr funktioniert leider nicht mehr. Ich muss sie reparieren lassen. Meine Lieblingsuhr funktioniert leider nicht mehr. Ich muss sie reparieren lassen. Diğer bir örnek cümlemiz Ihre Eltern ließen sie abends mit ihren Freunden nicht ausgehen. Ebeveynleri akşamları arkadaşlarıyla dışarıya çıkmasına izin vermiyordu. Tekrar edelim. Ihre Eltern ließen sie abends mit ihren Freunden nicht ausgehen. Ihre Eltern ließen sie abends mit ihren Freunden nicht ausgehen. Bu dersimizde öffnen, schließen, zumachen, aufmachen, lassen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.